Vielleicht das letzte. Es ist zumindest Sonnenuntergang. Es wäre so irgendwie das ja schon. Vorletzte draußen. Vielleicht. Hey, warte! Wie ist das Kind leider durchgekommen? Das macht gar keinen Sinn. Es kennt einen anderen Weg. Ich meine, es ist auch auf diesen schwebenden Inseln da. Ich bin so erschöpft. Hi, hast du einen Mann hier vorbeirennen sehen? Kannst du mich hören? Wer liest vor? Du hast keine Angst vor mir? Hm? Angst? Warum sollten wir? Also, hast du ihn mal gesehen oder nicht? Ich schaue tatsächlich nach ihm, seit ich ihn aus den Augen verloren habe. Ah. Oh. Ja, warum suchst du ihn? Weil es hier draußen gefährlich ist. Besonders nachts. Es wird so dunkel, um überhaupt was zu sehen. Was werdet ihr zwei machen? Die Sonne ist schon am Untergehen. Oh oh. Also, wir haben sowas. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange draußen sein werden, also haben wir nichts vorbereitet. Oh, dann solltet ihr mir folgen. So? Okay, folgen wir dem creepy Mädchen, das alle von Klippen stürzt. Was soll ich machen? Ich schätze mal, wir sollten ihm folgen. Okay, dann. Wieso sieht denn Lucien Roboter? Das war wie ein Tier. Ha! Strange. Strange. Oh, jetzt chillen wir in einer Höhle zusammen. Und es ist dunkel. Es ist super dunkel hier draußen. Du hast doch nichts gesehen. Aber es war doch so hell davor. Es ist auch so kalt. Man hätte zwar sterben ohne dem Feuer. Ja, oh Gott, was passiert, wenn wir jetzt sterben, weil wir den anderen haben sterben lassen? Ich bin ja wieder. Es wird wirklich schnell richtig dunkel hier in den Bergen. Man sollte immer in Bewegung bleiben. Solange es so stockfinster ist. Oder man stirbt, bevor man es weiß. Wow. Das hat mir mein Vater gesagt. Also. Lebst du hier? Ja. Bist du über die Heim wegrennen? Sowas in der Art. Moment. Denkst du? Hä? Was ist es? War der Mann von vorhin dein Vater? Ich weiß nicht, aber er sah schon aus wie er. Er und seine Frau haben gesagt, sie suchen ihren Sohn, der weggerannt ist. Oh, wirklich? So, also suchen sie noch immer nach mir. Ist meine Mutter auch noch da draußen? Ja, sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Aber sie hängt gestritten und sie ist gegangen. Wir lügen gerade voll. Die ist so tot. Also sind meine Mutter und mein Vater am Streiten, so wie immer.
Sie haben immer über mich, sich um mich gestritten. Ich hoffe, sie würden aufhören, wenn ich verschwinde. Wieso bist du weggerannt? Deine Eltern machen sich so viel Sorgen um dich. Ja, arme Mutter und Vater, sie müssen dich so sehr lieben. Wenn ich Eltern wie deine hätte, würde ich niemals übers Wegrennen nachdenken. Wenn du nicht wegrennt wärst, dann wäre das nie... Stille wird immer länger. Oh, er weint. Ich will meine Mami und Papi wiedersehen. Ich will, aber ich kann. Du kannst das benutzen. Es ist wie das Taschentuch, ein bisschen dreckig zwar. Danke! Die Reuzgeräusche mache ich jetzt aber nicht nach. Außerdem könnte das Raffi, also Skyrim, viel besser. Habe ich für dich gemacht. Ja, das kannst du behalten. Warum wohl? Dank dir. Es tut mir leid, dass ich weine. Es ist einfach nur so lange her, seit ich mit jemandem gesprochen habe. Und ich weiß noch nicht mal, wie. Nein, es tut mir leid. Ich weiß, wie es Leben sein kann. Aber ich tue so, als wäre alles gut. Schön und gut. Ja, ich habe viel gesagt. Meine Schuld. Jeder hat seine eigenen Probleme. Wie ist deine Mutter so? Ich habe gerade kurz einen Kommentar geschrieben. Ich antworte kurz dem Benutzernamen. Ah ja, Benutzername übrigens. Ach ja, die DB oder überhaupt die Bahn. Mal schauen, ob das so stabil ist, weil bei denen weiß man ja nie wirklich eigentlich mit dem Netz. Ja, aber schön, dass du trotzdem da bist, auch wenn nur so semi oder alles. Nicht direkt ein Pixel-Text-Adventure, das spielt man tatsächlich auch zusammen, also... Shouting Raffi hat eine ganz andere Welt, die er sieht, als ich selbst, und zusammen müssen wir dann so Rätsel lösen. Also, ja, so ein kleines Adventure-Spiel und ein paar Mini-Entscheidungen gibt's auch. Und jetzt treffen wir hier gerade ein Kind von Eltern, denen wir begegnet sind. Wildes hin und her von, wir bringen Leute um, und weil er Roboter sieht und ich Tiere, kann er die Roboter zum Teil wieder zusammenbauen und zum Leben erwecken. Keine Ahnung. Story ist wild. Hast du noch was zu ergänzen? Nö. Naja, und wir haben ein bisschen Tonprobleme manchmal, aber ja. Wir müssen halt damit leben, dass man es manchmal doppelt hört. So. Ah, und ja, wir vertuschen gerade, dass die Mutter tot ist. Wirklich nett, denke ich. Sie hat immer an mich gedacht, vor allem anderen. Manchmal war es schmerzhaft, aber jetzt, wo ich dran denke, hat sie sich wirklich um mich gesorgt. Und den Vater? Groß und stark. Er hat mir beigebracht, wie man wandert und campt. So Survival-Zeug halt. Ich habe mich immer sicher um ihn herum gefühlt. Nichts hat mir Angst eingejagt, solange mein Papi bei mir war. Ha. Wie sind eure Eltern? Meine Mutter ist hübsch, glaube ich.
alle sind immer überrascht, wenn sie mich in der Schule vom Kopf suchen. Ja, also dafür, dass es so ein nettes kleines Adventure-Spiel ist zu zweit, also kann man es glaube ich auch gar nicht spielen. Nein, kann man nicht. ja, geht die, also ich finde die Story richtig gut für das kleine Spiel, das es ist. Und ich glaube, wie viel haben wir jetzt gezahlt? 5,60 oder so? 6 Franken 9, glaube ich, habe ich gezahlt. Mach's noch auf Euro. Und dein Vater? Nee, ich kann keinen. Oh, tut mir leid. Aber ich glaube, ich werde ihn schon bald wieder gesehen. Wovon redest du? Ich bin weggerannt, also könnte ich ihn, mich mit ihm treffen. Ich habe vor, kann dir das zeigen. Ja, cool, jetzt hören wir auch zum ersten Mal so ein bisschen Backstories von unseren eigenen Charakteren. Was? Ja, du hast mir davon noch gar nichts erzählt. Ich habe dir gesagt, ich habe vor, kann dir das zeigen. Vor langer Zeit, wo ich auf eine Reise gegangen bin mit meiner Mutter und ihrem Freund, haben sie mich in einem Park gelassen, dass die haben drinnen das Zeit ziehen. Und das ist, glaube ich, etwa 3 Tage gegangen. Und jeden Tag der eine Typ im Park hat mit mir gespielt. Wir haben Pokémon Grün gespielt. Damals war es noch schwer für mich, aber ich hatte eh nichts anderes zu tun. Und der Typ im Park hat Pokémon auch gehabt. Also hat er mir einen Haufen beigebracht. Er hat mir geholfen, durch schwierige Areale zu kommen, hat mir so ein paar richtig starke Pokémon getäuscht. Er hat sogar ein Level 100er bekommen. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht ist das gar nicht mein Vater gewesen. Nein, vielleicht ist es mein Vater gewesen. Ich meine, vielleicht hätte er es mit mir wieder treffen. Da hat er meine Mutter gefragt, um mich dort zu lassen. Und meine Mutter war einverstanden gewesen und hat von ihm verlangt, dass er nicht sagt, dass er mein Vater ist. Ich habe etwas mal im Fernsehen gesehen. Und das ist der Grund, wieso ich will wegrennen. Ich werde meinen Vater finden und mit ihm leben. Meinst du das ernst? Wie willst du wissen, dass es wirklich dein Vater ist? Er hat mir jeden Tag gespielt. Wieso sollte ein Erwachsener Mann mit einem Kind spielen, der nicht mal sein Sohn ist? Vielleicht wollte er einfach ein bisschen die Zeit rumbekommen. Und mit dir zu spielen im Park war besser, als immer nur so rumzuliegen. Daheim. Wo er nicht gewollt war. Aber hätte man das Level 100 der Pokémon gegeben? Du wirst doch nicht einfach das Pokémon weitergeben, wo du so viel trainiert hast, zu irgendjemand Fremden. Diese Pokémon-Love-Story-Dingens, keine Ahnung, schon speziell. Es war Pokémon Grün, oder? Rot und Grün haben einen Cheat, der es wirklich einfach macht, es auf Level 100 zu bekommen. Also, vielleicht hat er eine Menge von denen und wollte einfach ein paar weggeben. Und weil du mit ihm für 3 Tage gespielt hast, oder? Vielleicht wollte er einfach nur lieb sein zu dem Kind, das ihm Gesellschaft geleistet hat. Wieso sagst du halt das? Das hat nichts mit dir zu tun. Ich will nur nicht, dass du traurig bist. Wie ist es halt nett, an ein Märchen zu glauben. Aber
Wenn es nicht wahr wird, wird es dir nur wehtun. Ich will das nicht. Also, was ist, wenn ich, wenn es mir wehtut? Das ist gar nicht da. Natürlich geht's mich was an. Geht mich mega was an. Ich denke, ich verstehe, wie sich der Mann im Park gefühlt hat. Ich hatte keinen Platz zu Hause, also war ich immer draußen am Spielen. Ich habe die ganze Zeit mit dir, nur mit dir gespielt, weil da warst. Aber jetzt spiele ich mit dir, weil ich es will. Und ich bin hier, weil ich es sein will. Vielleicht hast du ja nichts mit mir am Hut. Aber ich habe definitiv was mit dir am Hut. Wie soll ich darauf antworten, nachdem du so etwas sagst? Hä? Das war so cool! Ihr zwei seid echt gute Freunde! Ich denk mal. Das ist alles, was du zu sagen hast. Okay, dann eine gute Reise, wohin auch immer es für dich geht, Benutzername. Mach's gut. Moment. Wieso wirst du von die Heide wegrennen? Ja, ich hab niemals geplant wegzurennen. Was? Du bist der, wo die ganze Idee zu dem Plan kam? Ich hab nur gesagt, dass ich die Statue mit einer Bombe in die Luft jagen will. Du bist der, der wegrennen wollte. Was? Dein Ernst? Denn wieso bist du mit mir mitgekommen? Weil du mir wichtig bist, du Dummkopf. Hast du mir gerade nicht zugehört? Ich konnte dich nicht einfach nur so für dich selbst. Ich check's ja. Hör einfach auf. Das ist so peinlich. Oh. Falsche Taste. Ah, ich bin echt neidisch. Ich wünschte, ich hätte Freunde, wie ihr es seid, mit denen ich mich streiten könnte und mit denen ich so wieder verträge. Ja. Dann reden wir mehr. Wir sind noch keine Freunde, aber wir können es wieder werden. Ja. Wirklich? Yay! Könnt ihr euch dann um etwas bitten? Klar. Fahr fort. Was ist dieses Pokémon-Ding, von dem ihr die ganze Zeit sprecht? Was? Was? Diese Stille. So, ist es jetzt ein Ende oder geht's nochmal weiter? Oh. Nächster Tag? Jetzt geht's in die andere Richtung. Sind wir reingeschlafen? Wir haben gesehen, das sieht so komisch aus. Oder bist das du, der gerade redet? Anders bin schon ich. Guten Morgen. Hä? Was ist falsch? Haru ist weg. Wir kennen den Namen? Haru? Du scheinbar nicht. Oh ja, ich bin. Du hast recht. Haru ist noch nicht hier. Und anscheinend kenne ich Haru doch. Sag mal nicht, dass er allein seinen Vater gesuchen ist. Aber das würde ja. Moment, ihm hinterher. Er kann noch nicht weit weg sein. Genau. Und let's go. Weiter geht's. Unser Essen wird heute so spät. Egal, oder? Gib dir Rackle, das ist schnell. Aber ich muss morgen raus. Okay. Gebt heute spätes Raclette.
Scheiß auf morgen in Yuka. Hast du im Zug nochmal ein bisschen auf? Ja, ich fahre ja 2 Stunden. Riesenskelett. Kann ich klettern? Ich glaube, das ist cool, es geht als Mensch liegt oben drauf. Darf ich kurz rüberschauen zu dir? Ja. Aber mir sagst du, das Konstrukt nur hauptsächlich. Cool. Meins ist richtig morbide geworden von so knuffig und deins ist einfach so weiter voll normal technisch. Ja. Nein, nicht. Ich bin ja Lauerpfütze. Ja. Scheiße. Aber wir waren nicht gleichzeitig da. Nein. Okay, dann bringe ich mich um. Beim Skelett hast du nichts können machen. Nee. Vielleicht, wie ich gumpet bin, wenn ich normal laufe. Nein. Soll ich sonst mal? Ja. Nee. Was passiert, wenn ich springe und nochmal springe? Ah ja, vielleicht. Ah, warte, ich kann doch mit der Statue interagieren. Okay, ich groß. Ich hab nur noch nicht gecheckt, wie. Große Knochenhaufen sind dein Ding. Ich kann das als Zeichen im Knopf verlieren. Bist du denn falsch? Oh ne, Ich bin jetzt leer. Warte, ich hab deinen Kopf. Siehst du das? Muss ich leben. Ja. Und du warst jetzt auf Plattform. Oh, ich kann mit deinem, aber nicht klettern. Oh, aber ja, doch, warte. Hast du jetzt den Griff geworfen? Ja, ich kann den richtig flippen. Ich kann einfach alles mit deinem Kopf. Ja, wahrscheinlich, weil ich ihn auf dich hochflippen muss. Wo jetzt frisch? Everything, einfach nur so, wow. Und ich habe auch Perspektive vom Kopf. Oh. Also wenn es weit weg ist, weiß ich nicht, was abgeht. Willst du deinen Kopf wieder? Oh. Warte mal, ich kann. Gib ihn mir oder du selbst? Selber träge. Oh, okay. Warte, ich nicht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du einfach umgebracht wirst. Ja, okay, aber enthauptet. Warte, ich kann ihn hier fangen. Ach, schon fangen, ja. Hoffentlich. Okay. Wir müssen das jetzt richtig gut. Ah, ich hab so Punkte, das heißt, wenn ich gedrückt halt und nicht direkt werfe, dann sehe ich, wo er hinterfällt. Kannst du das auch? Halt, deshalb möchten wir zusammenflicken. Uff! Oh, okay. Zum Glück bin ich noch ein Roboter. In der fleischigen Ebene. Doppel wieder. Es ist schon blutig. Und sehnig. Oh, okay. Kopf wieder flippen? Oder lieber nicht? Oh. Warte, bleib noch mal ein bisschen zurück. Wer ist zurück? Ein bisschen links, genau da jetzt. Hast du nämlich einen Würfel rübergebracht. Jetzt kann ich hoch. Dankeschön. Aber wir können nicht jetzt noch rufen. Kannst du Würfel mal die an die Arbeit werfen von der Plattform? Aber den brauch, sonst komme ich nicht wieder hoch. Auf die Plattform langt die nicht. Sicher. Mal kurz. Ja, wirf den drauf. Scheiße. Scheiße. Was mache ich jetzt? Weiß nicht. Sterbe. Aber ich muss jetzt geschwind eine pinke Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Schieb in der
Zeit den Würfel hier. Okay. Okay, doch, es reicht. Upsi. Er hat den Würfel unten gebraucht. Ist ja schon gut. Jetzt kriegen wir den nicht zurück. Scheiße. Ich muss weiter springen. Ich muss sterben. Habe ich es geschafft? Ja. Endlich tot. Ah. Schön. Kann ich das so mal weitermachen? Und dann müssen wir warten, bis er wieder da ist. Oder schaffe ich das? Nein. Da kann ich den Körper nicht so mitschieben. Ich komme hier normal hoch. Kann er da nicht hochklettern? Eigentlich sollte er das auch können. Will nicht so das Thema sein. Kann ich ihm ja mal sagen dann. Bim, 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 bim. Oh Gott. Du solltest eigentlich auch ohne hochklettern können. Ich hab's gerade auch geschafft. Reden bin ich wieder da. Aber ich sehe nichts. Du musst. Lauf nach. Rechts. Ich glaube, es hat tot tönt. Ich meinte rechts. Das ist richtig, ja. Einfach weiter. Dann jetzt stopp. Dann solltest du eigentlich wieder einfach nach links können. Oh, nein, kannst du nicht. Okay, okay, wir brauchen den Würfel schon bei dir drüben. Was geht eigentlich nicht mit der Brücke? Hä? Es geht nicht mit der Brücke. Was ist mit der Brücke? Ah, da kommst du doch den. Ja, aber er kommt eh nicht über die Brücke. Wer? Ein Würfel. Da muss ich nicht, da musst du da an, wo du jetzt bist, jetzt wo noch schwebt. Oh, da musst du eine Plattform abnehmen. Ja. Dann muss ich rüber. Nein. Aber was willst du mit dem machen? Da muss ich dann stellen, wo du jetzt bist. Ja, aber du kommst doch so hoch. Ah ja. So komme ich rauf dann. Ach so, okay. Du wirst es mir nicht glauben. Wir brauchen den eigentlich drüben. Wille, was brauchen wir drüben? Den Würfel auf dem Knopf. Aha, okay. Sag das doch. Dann musst du mich, glaub, mitnehmen. Mit rüber. Dann kann ich den Würfel runterschieben. Und du auf den Knopf. So mein. Ich muss den Würfel rüberbringen. Muss den Würfel auch noch rüberbringen? Der Würfel muss nicht rüberbringen. Auf den Knopf? Kannst du nicht ziehen? Ich muss auf die Seite kommen. Schau, du kommst doch auch ohne. Ja. Jetzt ruf haben wir die Hilfe, ich sehe nichts. Ja, komm. Kann's hier geradeaus, aber ich kann nicht weiter. Weiter, bis zu dem Knopf. Stopp. Das ist hier eine Plattform. Der komm ich rüber. Was ist denn das? Ah, okay. Lauf nochmal.
Wo? Rechts. Stopp. Jetzt könntest du hoch... Oh, nein. Spring nochmal hoch, nach links. Links an der Säule hoch. Nein, stopp. Bisschen nach rechts, so ein Schritt. Ja, und hoch. Versuch dich hoch an der Seil zu klammern. Ja, du bist oben am Seil. Sehe ich nur nichts mehr. Du siehst nichts mehr? Nein. Ah, ja, ja, vielleicht hätte ich hoch. Wieder. Okay. Aber jetzt komme ich wieder in meinen Kopf an. Sonst komm runter und du, ich kletter hoch. Wieso kannst du nicht auch hochklettern? Ich kann hochklettern, aber du musst mir hier den Knopf drücken. Ah, das ist doof. Komm ja, ein bisschen nach Ding. Ding? Rechts. Noch. Jetzt stopp. Stopp, 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 stopp. Wenn du noch weiter nach rechts gehst, landest du im Wasser. Ja, aber sag jetzt einen Knopf. Warte, hier ist auch ein Knopf. Ja, und jetzt kriegt. Wenn wir jetzt das zweite Doppelsee irgendwie. Warte, ich hab hier einen Würfel. Ah, das ist auch gut. Nehmen wir den. Muss noch stehen bleiben. Und jetzt darfst du wieder nach links. Ja. Ja, und jetzt hoch. Hochspringen. Du kommst nicht hoch von... Wo bin ich? Ich weiß nicht, was soll ich machen? Nach oben links springen also. Ja, und nein, 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 oh, nein. Vorsicht, jetzt musst du nach rechts und nach oben. Jetzt? Rechts oben. Springen. Ja, dann noch ein klein bisschen nach rechts. Jetzt hoch. Nochmal hoch. Oh, warte, ich bin im Weg vielleicht. Nochmal hoch. Jetzt bist du am Seil. Cool, jetzt komm ich wieder rufen. Ja. Nach... ja. Irgendwer muss stehen bleiben. Jetzt musst du deinen Kopf, glaub, gut werfen, oder? Ja. Lustig. Soll ich runter? Was denn noch mein Kopf? Naja, mach mal deinen Kopf. Da unten siehst du ja potenziell. Ja. Ich war einfach auf, ich bin immer noch da unten. Ja. Jetzt wieder ein Knopf. Und ein Würfel, du musst glaub auch hoch. Okay. Geh ich rüber und du kommst hier zum Knopf. Nach rechts. Nochmal. Stopp, ja. Hab ich... Warte, da ist noch ein Knopf. Ich glaube, das ist sonst das nächste schon, oder? Ja, wir kommen schon ab. Ganz Knopf. Mal schauen, was er sieht. Er fliegt, er macht eine Kurve, er fliegt nach rechts. Jetzt fliegt er nach oben. Linke. Jetzt kommt er Glück. Die gehen auf, scheinbar. Gut. Er geht von der Plattform ab, auf Trampolin. Noch mehr Trampolin. Und jetzt brauchen wir einen Socken. Wir müssen mal einen Socken finden und aktivieren. Socken? Ja, schon mal durch den Socken. Wie ist es, wenn ich runtergehe? Da passiert nichts. Okay, ich habe hier nämlich einen Würfel. Reicht das? Frag mich, wo dein Kopf jetzt ist. Das ist irgendwo weit rechts unten. Okay. Warte, warte, warte. Ja, du hast ja keinen Kopf. Jetzt geh mal runter. Affe. Einfach da Affe. Nein, nein, geh nur einen ganz kleinen Schritt nach rechts oder links. Habe jetzt lauf mal weiter nach Ding rechts. Kommst du da durch? Ohne Kopf. Das weißt nicht, komm ich durch. Nein, okay. Oh, ich seh grad.
Oder geh nochmal auf den Knopf nach links. Ja, da. Und vielleicht musst du ja darüber. Ja. Dein Kopf liegt ja jetzt recht sicher da, wo er ist, oder? Ja, mein Kopf ist einfach am Auf- und Abhüpfen. Auf Trampolin. Ich glaube, ich sehe, wo er da entlang gelaufen ist. Dann muss ich das Zeug jetzt mal machen und du musst mir sagen, was das macht. Ja, du siehst Knöpfe mit Symbol. Was war der? Dem komme ich wahrscheinlich. Komme ich da hoch? Nein. Ah ne, ich muss den da, damit ich den Ventilator habe. Den Knopf schieben. Bin ich oben? Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe den Würfel nicht gecheckt, Entschuldigung. Ist was passiert? Ich kletter durch eine Höhle. Und was ist mit dem Körper? Der steht da noch. Habe ich ein Trampolin? Ich habe das Gefühl, wir müssen deinen Körper da durchbekommen. Jetzt weiß ich, wofür der Würfelblock dann vielleicht ist. Ich komme wieder zurück. Entschuldigung. Wir brauchen den einen Würfel da, wo ich ihn vorhin hatte, nur noch weiter. Nämlich auf den Knopf. Ich bin da. Warte noch. Okay. Er ist auf dem Knopf. Jetzt gehen wir nach rechts. Rechts. Ja. Sicher. Nur leicht erstmal. Ja, okay. Geh nach rechts. Rechts, 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 rechts. Es passiert jetzt erstmal nichts. Hüpfen. Rechts. Rechts hoch. Und rechts, rechts hoch. Achso, mit hoch mal springen, oder? Ja. Aber auf Springen reagierst du weniger. Rechts hoch. Und jetzt nach... Oh nein, wieder rechts. Geh nach links kurz. Und jetzt nochmal nach links. In links nochmal ein bisschen. Okay, dann bist du mit mir. Jetzt musst du sehr genau arbeiten. Geh noch ein klein bisschen nach links. Und jetzt ne links springen. Aber so weit springen. Da links ist eine Lücke vor so dir. Weit, wenn ich kann. Ja. Perfekt. Und jetzt links hoch. Links. Links hoch. Und genau da bleiben, aber jetzt rechts so weit hoch, wie du kannst. Rechts? Rechts. Okay. Ja. So, rechts. Rechts hoch. Rechts. Rechts hoch. Rechts. Rechts hoch. So lustig. Rechts. Rechts hoch. Rechts, rechts, rechts. Rechts hoch. Links, warte, jetzt aber wieder penibel links, also ganz, ganz vorsichtig. Noch ein ganz klein, ja, bleib. Und jetzt wieder links weit hoch. Was machen wir da? Wir klettern und jetzt musst du wieder links hoch. Und wieder links hoch. Und dann muss ich dich wieder auf den Knopf ablassen. Also genau da bleiben. Also... Bildmäßig ist mir doch super spannend gerade. Ich bin tot. Den Ernst? Entschuldigung. Aber wir müssen nur noch mal ein bisschen klettern. Du musst nur noch nach links oben springen. Perfekt, nicht links oben. Links oben. Nochmal nach rechts. Das ist zu viel. Noch ein bisschen rechts. Ja, Alter, das ist richtig anstrengend. Aber es wird. So, was ist denn da drüben? Ich da einfach weitergehe kurz. Ah, da sind dann die Knöpfe. Ich schieb dir jetzt den Würfel runter und springe nicht selber hinterher. Wenigstens war die Mühe nicht umsonst, Spritting. So, jetzt darfst du nach links. Laufen und ja, springen. Laufen. Und nimm, greif. Und schieb nach rechts. Und stopp. Ein bisschen wieder nach Ding. Oh, nee, es passt trotzdem, okay. Dann wieder nach links.
links und rechts. Und nein, links, links, links. Nochmal. Ja, und jetzt springen. Perfekt, dann bist du schon mal oben und jetzt nach rechts. Laufer? Ja. So, jetzt kannst du bleiben. Außer wir brauchen zwei Knöpfe gleichzeitig. Nennen wir die Knöpfe. Ah, die Socke meintest du, ne? Hä? Ah ja. Gut, weiter so, weiter, weiter. Jetzt so die Flasche, Karaffe oder so. Ah, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Wieder? Ja. Dieses Blinden hier. So zwei Wellenlinien, wo geschwungen sind. Ja. Ab ins Aargau. Dann das Gespenstli. Mhm. Und Fuß. Oder so. Ich hätte es als Qualle betitelt. Qualle, ja, das passt. Das doch? Ja. Dann irgendwie das Geweih mit zwei Augen oben dran. Hey, mit. Ich hoffe, du meinst das, wo ich jetzt hingehe. Finde ich es ja auch nicht so schlimm. Das stimmt. Das da? Ja. Dann, was ist das? Oben hat so wie ein A, wo unten noch voll ist. Ah, okay. Jetzt ist es A-Pyramiden-Ding. Ja, vielleicht. Triforce. Keine Ahnung. Ja, wieso nicht? Ist es dieses volle Bild? Ja. Die Überforderung hat mir schon alles gesagt. Gehen wir mal runter, gehen wir mal runter. Ah nein, alles okay. Dieses Loch gesehen und habe nicht gesehen, was drin ist. Aber es war schon mal ein Trampolin drin. Eine Spinne? Vielleicht. Oh. Ja. Das ist schrecklich. Jetzt das Tierli. Das Tiergesicht. Oh nein! Oh Gott, ich bin nicht gestorben. Wenn ich da gestorben wäre, das wäre traurig. Jetzt hat er den Knopf aktiviert. Ja, das finde ich super. Weil jetzt darfst du wieder ganz viel rechts laufen. Nur laufen. Ja. Dass du nicht mehr laufen kannst quasi. Jetzt rechts hoch. Oh mein Köpfchen.